So Leute, ich bin wieder Tom-RP und willkommen zu einer neuen Episode von Minecraft. Letztes Mal haben wir ja schon angefangen, hier so ein bisschen die Landschaft zu ebnen. Da machen wir jetzt ein bisschen weiter noch. Noch Steintreppen, ja, haben wir. Können wir eigentlich gleich den nächsten Weg bauen. Und hier ist noch ein bisschen Kohle. Oh, unsere Schaufel ist gerade gebrochen. Brauche ich gleich mal eine neue. Weil so geht das ja nun mal nicht. Dann fletzen wir nach oben. Geht die Sonne unter oder auf? Unter, ne? So wie das aussieht, geht die Sonne unter. Ja, dann können wir eigentlich gleich schlafen. Aber ich habe sowieso noch Kohle gefunden. Die können wir hier mal verteilen. So und so. Habe ich noch alle? Nee. Eine neue Schaufel und dann gehen wir ins Bett. So. Ein neuer Morgen erwacht. Da machen wir einfach jetzt mal weiter. So, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Haben wir eigentlich Kürbisse? Das ist mal eine Frage, die mich brennend interessiert würde. Haben wir haben doch mal einen gefunden. Das ist schon lange her. War das Folge 14 oder so? Sonst hätte ich nämlich... Bei Dekoration oder Monster-Tierzeugs nicht. Natur. Ne, wir haben keine Kürbisse, oder? Das sind Weizenkörner, ne. Ich will Kürbisse. Weil ich hätte gern Kürbislaternen. So am Wegrand. Verdammt, ich hätte so gern Kürbisse.
Wir müssen unbedingt mal Kürbisse suchen. Ich suche welche jetzt. Ist mir scheißegal. Ich meine, ich hätte mal da hinten in der Gegend, als ich mal irgendwie längs gegangen bin, vor ziemlich vielen Folgen, ich da mal irgendwo Kürbisse gefunden hatte. Oder welche gesehen hatte. Bei Kürbisse können wir auch anbauen und ja, das wird sich halt lohnen. Und das wäre auch eine gute Alternative erstmal als Licht, solange wir kein Glowstone haben. Glowstone wäre ich sowieso für, dass wir das im Haus da machen. Oh, eine Kuh. Das ist der Wald, den ich da angepflanzt habe. Aber wo war denn das? Das bisschen Lava. Haben wir einen Eimer mit? Können wir eigentlich mitnehmen? Wow. Vorsichtig. Kürbisse, Kürbisse. Gibt es eigentlich irgendwie eine bestimmte Voraussetzung für einen Kürbis, wo der wächst oder wo der in der Natur so vorkommt? Ich glaube nicht, ne? Das ist absolut random, oder? Das kann überall vorkommen. Aber ich meine, hier wären mal irgendwo wer hier gewesen. Sonst muss ich nachher mal in die Folge reingucken, wo das war. Da hinten waren wir noch nicht. Weil das da gerade erst die Welt regeneriert. Oh fuck. Huh. Gefährlich, gefährlich. Oh, ich will jetzt auch nicht die ganze Folge so wild blind rumrennen hier. Ich will nur einen Kürbis. So als Laterne sozusagen. Das wäre nämlich mega geil. Das wäre mega geil, wäre das. Wenn wir Kürbisse finden. Such die einfach weiter, jetzt ist mir scheißegal. Ist die Folge halt eher ein bisschen langsam. Das heißt langsamer, sondern ist nicht so viel Action. Doch hier sind ja Schweine ohne Ende, ne? Aber wir haben jetzt selber Schweine. Jetzt, wenn wir so viele Karotten haben, können wir die auch endlich vermehren. Habe ich mehr Essen mit? Ja, okay. Okay, daran soll es nicht scheitern hier. Ja. Yeah. Ich bin einfach der Beste. Ja, hier war das, genau. Sehr gut, die bauen wir an. Wir bauen Kürbisse an, wir bauen Kürbisse an. Okay, schaffen wir das noch in der Folge jetzt schnell noch zurück? Prinzip dürfte das gar nicht mehr so weit weg sein. Achtung, Lava. Hoffentlich gehe ich jetzt richtig. Ja, geht, ne? Oder? Da kommt der Wald. Ja, ich gehe richtig. 100%ig. Oh, ich glaube, da steht auch ein Kürbis. Ja, egal, je mehr, desto besser. Aber das wäre natürlich deutlich dichter dran gewesen. Oh, nee, hier sind ja richtig viele. Heftig. Hätte ich gar nicht so weit weggehen müssen, ne? Naja, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr euch auf das freut, was noch kommt, nämlich Kürbislaternen, das wird mega stylisch aussehen, freut euch drauf, dann gebt dem Video eine positive Bewertung. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Outlast Whistleblower.
Freut euch darauf. Das wird mega gut. Ja, gehe ich doch nicht richtig? Doch. Hier längst, ne? Ansonsten würde ich sagen, was ist das mit der Folge? Da gehe ich eben nächste Folge nach Hause. Dann machen wir da den ganzen Spaß. Gut, das war's dann mit der Folge. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.